Oh. Voice. I serve my king with my blood. Blissful suffocation. Tell us what it's saying. Sacrifice of sin. No. Bella, are you feeling better now? Suffocation. Like a rope. Looped around my neck, pulling tight, weightless, hanging, nothing around me, just my feet dangling, struggling, fighting. It will swallow me and make me its slave. Bella, you are completely safe here. Nothing can hurt you. Okay, let's continue. The situation there was much worse than expected. Much worse. I knew I had to get in touch with the Foundation. I managed to find a phone, and I called for backup. Was ist, wenn das ganze Sache da mit dem Arzt fake ist? Sparrow, 09868, for Bald Eagle. I'm at Pony Station on the 7th floor. The situation here is much worse than expected. I need backup. Bella, are you sure this is actually what happened? What do you mean? Yes, of course I'm sure. Come on, Bella. Try and focus. What are you talking about? Bella, you never made that phone call. Pony Station was completely cut off. There was no contact with the outside world whatsoever. A phone call? That would have been impossible. No, but I saw... What did you see, Bella? Tell us what you saw. Ach du Scheiße! Ja! Fuck! Wenn man angegriffen wird, ist Flucht eine Option. Was du nicht sagst. So. Ja, ich versuche ja schon schneller zu gehen. Alter. Was? Wohin? Alter, ich drück ja schon. Alter, mach. Was für eine abgedrehte Scheiße! Alter! Noch ein Tagebuch. Die SCP-701-Skripte wurden vor einer Woche verteilt und die Versuchsgruppen haben wie oben beschrieben kleine Proben durchgeführt. Über eine Sache stolperte ich aber. Sie rezitieren ständig falschen Text allesamt. Als ich sie berichtigt habe, waren sie absolut sicher, sich nicht verlesen zu haben. Bis auf diesen kleinen Stolperstein verlief alles prächtig. Ich freue mich schon auf die erste vollständige Probe, übermorgen in Raum 705. Dann werden alle Zeuge das Potenzial von SCP-701. So soll es in den Geschichtsbüchern stehen. Ich habe uns das Potenzial zugänglich gemacht. Tyler Cooper. Es ist alles so aufregend. Strom benötigt. Mhm.
Na? Das klappt bei euch. Auch Strom benötigt. Warum kann ich hier zumachen? Warte mal hier. Zeitlich aussteht. Am 27. April Ortszeit waren 5 Studierende in einem kollektiven X-Vorfall im Theaterclub des Cleveland Institute of Art in Ohio verwickelt. Ein Mitglied des Lehrkörpers starb an Stichwunden. Als Tatverdächtigen konnte ein Haus identifiziert werden. Laut seiner Aussage benutzten 4 Studierende die Zimmerdecke, um irgendwas während der Proben zu erhängen. Dies wiederholte sich bei der letzten verbleibenden Person, nachdem sie das Mitglied des Lehrkörpers angegriffen hatte, welcher 2 Stunden nach seiner Wiederbelebung verstarb. Im Anschluss an eine forensische Untersuchung des Taters konnte der Verdacht gegen den Hausmeister aufgrund eines fehlenden Motivs und der Abwesenheit ungewöhnlichen Verhaltens aufgehoben werden. Er steht momentan in einer psychiatrischen Klinik unter Beobachtung. Also das SCP lässt Leute irgendwie ein Theaterstück machen und es wird dann für die irgendwie real und bringt dann alle um. Okay. Ich habe dann mal den Strom gefunden. Warum läuft der? Vor allem, der hat nicht mal ein Stromkabel. Woher kriegst du Strom? So, was haben wir hier? An alle Mitarbeiter von Pony Station, die Forschungsarbeit zur SCP-701 wird morgen offiziell beginnen. Um die Veröffentlichung geheimer Informationen zu verhindern, wurden sämtliche Videoüberwachungsgeräte entfernt und jegliche externen Signalübertragung entsprechend abgeschirmt. Der Standort wird bis zum Abschluss der Forschungsexperiments vollständig abgeriegelt sein. Gegenwärtig werden für das Experiment immer noch mehr Teilnehmer gebraucht. Alle bereitwilligen Teilnehmer müssen sich bei Frau Irene Mabel im Archiv im 4. Stock einfinden, wo sie die erforderlichen Unterlagen ausfüllen müssen. Ups, da wollte ich gar nicht hin. Okay. Will ich wieder rausgehen? Wo ist diese Blackbox? Und vor allem Testing Laboratory. Okay. We're evacuating. Damn it. After the show, everyone went crazy. Some hanged themselves. Some killed each other like beasts. That damn evil white monster. This was all destined to happen when he brought in that script. Everything that happened here is all Cooper's fault. It's their fault! This will be the last recording from the experiment. The hydropower plant was shut down forever. And no doubt my experiment will also... What's going on? What's going on? Ah! Okay, das SCP... Das Skript an sich... Muss ich irgendwie raus? Was du nicht sagst. Aha. Ich hab so keinen Bock.
Grenadierverzeiher. Ah, Endzeiger, ne? Also wirklich viel bringt er ja nicht, ne? Wenn er seine Monster kaputt machen kann. Das kann ich nicht mitnehmen. Hä? Ah, da. Fünfter Akt, Person der Handlung, bla bla bla. Paketzahl, Aktbeschreibung. Während des Pakets stimmt Antonio den Zahl und bestätigt Gonzalos mörderisches Verbrechen sowie seine eigene Abstammung. Gonzalo wird von einer Gruppe entzündeter Minister entmachtet. Statt Gonzalo zu töten, verbannt Antonio ihn ins Kloster. Antonio beauftragt seinen Knappen, die Hochzeit zwischen Antonio und Linda vorzubereiten, und das Stück endet, Entschuldigung, mit einem Tanz der Hofgesellschaft. Hm. No. Why does it look like they're all going to the same place? Hmm. Will ich da jetzt wirklich rein? Geht's an? Irgendwas total Dummes wird passieren. Was soll doch heißen, die Blackbox ist doch in irgendeinem Hochsicherheitsbereich. Ist das vielleicht die Illusion? Blackbox von Bonnie Station, die wichtige Daten enthält, von der Technikabteilung irgendwas verschlüsselt, muss an anderen Schatten entschlüsselt werden. Nee, das bilden wir uns doch hier nur ein. Ja, nach oben geht's schon mal nicht. Wird das jetzt wieder so ein Treppending? Nur mal gucken. Was bist du? Okay, so wird ungefähr die Puppe mit der Kennzeichen SCP-049. Will ich wissen, was das SCP macht. Ich hasse euch. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich euch hasse. Moment, das ist doch das, was wir was am Anfang gesehen haben, oder nicht? Irgendein Abfuck passiert hier noch. Retrieve the black box from Pony Station. Looks like the cognito hazards really did a number on her. What are you talking about? I'm fine. Bella, there was no black box in sight when we found you. That's impossible. I'm positive. I know I had it in the escape elevator. And there is no escape elevator in Pony Station. None of what you're saying adds up.
That's impossible. It's just impossible. Look at me, Bella. Try and focus. What really happened? What really happened? Bella, think carefully. I... Okay, dann mal wieder hier. Ohne die Puppen. Okay, aber bevor ich da jetzt gleich nochmal reingehe, mache ich für mich mal ganz kurz eine kleine Spielpause. Liebe Leute, wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder, nachdem ich eine kleine Nervenpause gemacht habe. Ja, dann schauen wir doch mal, was hier drin wirklich ist. Eigentlich können wir uns überhaupt nicht trauen, was wir hier eigentlich sehen. Ja, nicht da. Ich habe ja gesagt, das ist mega schräg, wenn der da einfach mal so ist. Da fehlt mal den Dude hier. Aha. Irgendwas sagt mir, dass ich hier dran weglaufen muss. Okay. Ja, das ist... Wie komme ich... Wo genau soll ich denn hinlaufen? Vor allem... Ja, ich weiß halt nicht, wo ich hinlaufen soll. Ja, was willst du von mir? Ich kann ja hier nirgendwo hinlaufen. Oder jetzt hier so lang? Pony Station will have to be locked down. That much is for certain. Oh, okay. Aber das ist wieder von vorher. Vor allem, warum sind so viele? Ich bin immer noch voll am Laufen. Ciao. Oh. Ist zurückgehen eine Option? Alter. Können wir diesen Realitätsdingsbums da vielleicht mal irgendwo wieder hinschmeißen? Oder uns selber mal was injizieren? Kill him! Sacrifice his head and
seek redemption with his blood! A despicable usurper does not deserve the glorious crown! Was zum... What's going on? It's the goddamn Cognito hazard again. I need to leave right now. Uh-huh. With this, our blood is hanging! Schneller, I. Wow, warum diese Holzing? Er ist der nächste, oder? Ja, wie gut, dass ich schon die ganze Zeit drück. Schneller, schneller. Komm, raus hier, raus hier, raus hier. Es wird immer abgefuckter hier. Okay. Serve my king. With my blood, I 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 serve my king. Ah, okay. Muss ich gerade einfach mal. My king. Her condition is unstable. I've just injected her with a sedative, but you need to let her rest for a while. Thanks, doctor. Well, let's go then. What? We haven't found the black box yet. You still don't get it, do you? Get what? What do you mean? A black box is merely a vehicle for recording the truth. But a black box isn't always a black box. You mean... That's right. She is now the black box. Got time for a cold one? Because our work here is done. Also ist das nur symbolisch gemeint? Und die haben sie quasi geopfert. I serve my king with my blood. Blissful suffocation. Sacrifice of sin. Okay. The black box has been properly contained at Site 105 and pending further investigation. Above is the full record of the inquiry. Okay. Audio, Klassifizierung, ich sehe jetzt mal so eine Beschreibung.
Die Tragödie des Gehängten ist eine Adachi-Tragödie mit 5 Akten aus der Herrschaftszeit von Karl I. Aufführung des Stücks steht im Zusammenhang mit psychotischen und suizidalen Verhalten des Publikums, der Schauspieler sowie die Erscheinung eines mysteriösen Individuums, SCP-7011. Historische Schätzungen gehen davon aus, dass das Stück im Verlauf der letzten 300 Jahre zwischen 168 und 130 Tode zu verantworten hatte. Eine typische Fallstudie zum Vorfall mit SCP-7011 wurde am 27. Mai 2009 während eines Gruppenexperiments Leistung durchgeführt. Der zu diesem Zeitpunkt vorsitzende Wissenschaftler-Projektleiter war Dr. Tyner. Den Forschungsaufzeichnungen zufolge ist SCP-7011 ein selbst weiterentwickelnder memetischer Virus, der sich auf ungeklärte Art und Weise durch dramatische Texte verbreitet. Police Station befindet sich momentan in einem vollumfänglichen Lockdown. Archive, die Inhalte zu SCP-7011 enthalten, sind über den ganzen Standort verstreut. Dies ist in der Tat eine wichtige Frage. Soll aber unseren Ermittlern Sabella nach zu urteilen, können die Daten nicht länger als vollständig angesehen werden. Die Blackbox ist die einzige verlässliche Aufnahme, die die Gesamtheit aller Forschungsinhalte enthält. Sie ist derzeit der einzige vollständige Datenbestand von SCP-701. Okay. Kann ich jetzt... Was ist, wenn ich das anklicke? Ach so. Okay. That's it, oder wie? Sämtliche momentan vorhandene Experimente Quartu. Okay. Sag jetzt mal. Nicht senden? Das hier noch? Und jetzt? Was genau? Was willst du von mir? Eins, alle drei sind drin. Sicherheitsmaßnahmen. Was wissen du jetzt von mir? Wenn sie alle den Datenbereich ausgefüllt haben, klicken sie auf Senden. Also, was willst du? Was mache ich jetzt hier? Sicherheitsmaßnahmen. Verstehe es nicht ganz. Ah, jetzt. Okay. Senden. Freunde. Ja. Ja, machen wir das. Taco-Abend. Also. Das ist wirklich ein Lebewesen als Eindämmungsweise für anormale Objekte. Aber wenn dir so bewusst ist, dass er sich da opfern. Das sieht am alten Schuppen. Ah ja, was soll das? Einmal besaufen, bitte. Vorhin auch hier habe ich mit Kollegen eine kleine Party geschmissen. Sie sind mir langsam richtig ans Herz gewachsen, meine Kollegen und dieser Ort. Ich habe einfach das alles zu mögen. Vielleicht war es der Alkohol, ich träumte, in merkwürdigen Höhle gestrandet zu sein. Es war dunkelfeucht und es roch nach Verwesung. Und in der Tiefe der Dunkelheit konnte ich zu jedem Zeitpunkt 2 rote Punkte sehen, die jede meiner Bewegung verfolgten. Was für ein seltsamer Traum. Ist mir vielleicht selbst ein SCP? Okay, das ist so schade. Ich brauche ein Espresso. Okay. Okay. Alles wieder von vorne.
Gut. Dateien. Also ich konnte gar nicht. Okay. Geben Sie, ja, Nachtrag. Das Objekt ist ein asymmetrisches Tongefäß mit einer Höhe von 23 cm und einem Durchmesser von 28 cm. Aber lassen Sie sich nicht von dessen Erscheinung täuschen. Es ist ein Organismus, eine Gebärmutter. Ja, eine Gebärmutter aus Ton. SCP-660 kann sich in einem standardmäßigen Schließfach gelagert werden, unter Voraussetzung, dass dessen Öffnung mit einem unbeweglichen Plexiglasscheibe bedeckt wird, die mit manipulationsgeschützten Isolierband fixiert wird. Das Programm zur Experimenten Einsatz von SCP am Menschen. Laborbericht 660a. Probenzustand, Hautfetzen, der vom linken Oberschenkel der Leiche von D612 abgetrennt wurde. Der Spender war vor dem Tod in jeglicher Hinsicht gesund. Probenverwendung, die Gewebeprobe blieb für einen Zeitraum von 2 Monaten in SCP-660. Ergebnis? Jegliche Gewebeentnahmen deuteten darauf hin, dass die Probe lebensfähig ist. Zellproben des Gewebetransplantats werden in vitro gezüchtet und weisen eine Prädisposition für Osprekenzerüse und kanzerüse Wucherungen auf. Warte mal, ich tue, glaube ich, erstmal das hier so rein. Okay. So. Wobei eigentlich kann man ja dann so die ganzen Laborberichte hier. Ich glaube, ich werde mal das Archiv dann mal durchlesen. Beschreibung. SCP, bla bla bla. Gemein, wo der Schleimhaut ähnelt. DNA, das blieb ergebnislos. SCP ist imstande, jegliches biologische Gewebe, das im Gefäß befindet, unendlich lange aufrechtzuerhalten, unabhängig von den äußeren Bedingungen oder Zustand der Probe. Bis das Gewebe entfernt wird. Okay. Bei SCP-660 handelt es sich ursprünglich um einen menschlichen Fötus, der in SCP-660 gefunden wurde und vermutlich für mindestens 6600 Jahre in dem Artefakt versiegelt war. Als SCP-661 jedoch aus dem Gefäß entfernt wurde, erfuhr er ein gewaltiger Transformation und bildete zusätzlich mehrere irgendwas, aus der die anthropogenen Entwicklung entsprechen, wurde höchstwahrscheinlich neutralisiert. Mitarbeiter mit Sicherheitsfreigabe 460 haben Zugang zu näheren Informationen. Okay. Noch mehr. Schauen wir mal die Texte damit dazu. Hast du noch mehr? Ja. Schau mal, SCP-143 ist mit den an Bioforschungsareal 12 angeschlossenen Tal eingedämmt, einem Areal mit einem Effekt von über 2 Quadratkilometern, der Zutritt zu dem Gebiet, das sich in einem 20 Kilometer Umkreis von SCP-143 befindet, und der Zutritt zu allen umgebenden Berggipfeln mit Sicherheit ist für die Öffentlichkeit zu untersagen. SCP-143 ist regelmäßig zweimal pro Tag mit Hilfe einer großen Sprinkleranlage zu bewässern, außer wenn es von lokalem Niederschlag gewässert wird. Es ist dem Personal nicht erlaubt, die Umzäunung ohne eine administrative Freigabe der Stufe 4 zu betreten, und Mitarbeiter sind angewiesen, SCP-143 weder zu berühren, noch ohne angemessene Schutzausrüstung unter ihnen zu stehen. Es ist wichtig, dass sich niemand im Eindämmungsbereich befindet, wenn SCP-143 seine Blütenblätter abwirft. Allerdings wurde das Einsammeln der Blütenblätter nach dem Abwurf zu Testzwecken vom Projektdirektor erlaubt. Ha. 143 eine Plantage bestehend aus 300 Exemplaren einer einzigen Baumspezies. Die Bäume ähneln der Erscheinung Prunus X irgendwas, Yoshino Kirschbaum oder japanische Kirschblüten. Sie tragen keine Früchte und der einzige bekannte Weg der Reproduktion stellt vorsichtige vegetative Vermehrung dar, bei der Schößlinge von einem älteren Exemplar abgeschnitten werden. Die leicht durchsichtigen Blütenblätter besitzen als Farbe ein leichtes Pink und die Textur von glattem Glas. Bei der Handhabung der Blütenblätter ist Vorsicht geboten, da eher die Kanten rasierbar so scharf sind und Fleisch bei unsachgemäßen Umgang mit Leichtigkeit durchschneiden werden können. Okay. Senden. Noch eins.
Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.